Willkommen nochmal, Dr. Wolfgang Stelzer. Guten Morgen. Schmerzarzt im Medizinischen Zentrum Schmerzlos in Wien und auch in Linz. Ganz grundsätzlich, Herr Stelzer, warum ist das so, dass der Schmerzmittelkonsum in den letzten Jahren so angestiegen ist? Ich denke, das hat sicherlich zwei Gründe oder zumindest zwei Betrachtungsweisen sind zulässig. Die eine ist, dass die Sensibilität auch unter Medizinern durch vermehrte, fokussierte Ausbildung auf das Thema Schmerz mehr gelenkt wird, dass es durchaus üblich ist, auch Schmerzen zu therapieren. Das Sprichwort Indianer kennt keinen Schmerz hat diesbezüglich die Gültigkeit verloren eher. Und das Zweite ist natürlich die Gegenseite oder die Kehrseite der Medaille, dass ein vermehrtes Angebot an Schmerzmedikamenten auch vermehrte Nachfrage letztlich produziert. Durchaus begünstigt durch die Tatsache, dass wir alle funktionieren müssen in unserem Alltag, dass wir glauben, das selbst in die Hand nehmen zu müssen. Es geht auch, wir können auch Medikamente relativ einfach beziehen, ohne eine ärztliche Untersuchung. Mhm. Und diese Selbstmedikation ist sicherlich gefährlich. Mhm. Gibt es Fälle, wo Sie sagen, ja, da machen Schmerzmittel durchaus Sinn? Auf alle Fälle machen Schmerzmittel Sinn, unter ärztlicher Observanz, unter Anordnung von Ärzten beziehungsweise nach einer Untersuchung von Ärzten. Schmerzmittel haben auch heilende Wirkung, abschwellende Wirkung im Akutschmerz, in der Akutschmerzphase durchaus, aber als Selbstmedikation würde ich dringend davon abraten. Weil wir gerade beim Beispiel Migräne waren, gäbe es da Alternative? Migräne ist sicherlich eine chronische Erkrankung, die die Patienten Jahre, Jahrzehnte lang begleitet, wo jeder seine Umgangsstrategien entwickeln und finden muss. Gerade bei der Migräne ist es sicherlich wichtig, neben komplementären Methoden, Akupunktur bzw. ein ausgeglichenes Leben zu führen, möglichst stressfrei, möglichst regelmäßig Schlaf, wie auch immer, all diese Dinge sind nicht immer möglich. Dann muss man zu den Medikamenten greifen. Ja. Ein Grund stelle ich mir vor, warum viele Schmerzmittel eben auch verschrieben werden, ist, dass einige bezahlt werden von der Kasse. Alternative Methoden oft nicht. Müsste sich da was ändern in den nächsten Jahren? Natürlich ist es so, dass Medikamente relativ leicht eben erhältlich sind, bezahlt werden. Die alternativen Methoden, komplementäre Medizin, alternative medizinische Methoden, ist so, dass die Krankenkassen oft sehr, sehr zurückhaltend sind und die Patienten... Weil man noch wenig weiß drüber, oder? Nicht nur, weil man wenig weiß drüber, durchaus auch, weil die Kataloge der Rückerstattung der Kassen sicherlich einige Jahrzehnte alt sind und moderne Methoden dort keinen Einzug finden. Ja? Also das ist sicherlich eine Schwierigkeit und Patienten sind so oft gezwungen, durchaus selbst tätig zu werden, selbst Wahlärzte oder Ärzte aufzusuchen und das ist sicherlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Schelzer, vielen Dank für den Besuch heute bei uns. Danke.